Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 5. Wir sind hier gerade in diesem seltsamen Kistenraum und ich bin gerade noch am untersuchen, was wir hier eigentlich sollen. Ich habe schon mal Munition gefunden. Das ist schön. Hier oben ist irgendwie so ein Lüftungsschachtkomplex. Das ist, glaube ich, nur Textur. Aber was... Dieser Raum muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Bitte, sagt mir, dass er irgendeine... Okay, wir versuchen jetzt einfach mal dieses Ding hier. Sagt bloß. Das ist nicht euer Ernst. Wie soll man das denn rauskriegen? Ist das überhaupt so gedacht? Also habe ich das richtig gemacht? Und was zur Hölle soll uns das bitte bringen? Naja, wahrscheinlich wirklich, dass wir da in diese... Hör auf jetzt da. Hör auf zu schwingen. Ich habe übrigens schon wieder die... Ich habe gerade vergessen, welche Taste ich drücken muss, um zu schwingen. Shit. Das ist nicht gut. Denn wir brauchen diese Taste gerade. Welche war es? Welche war es? Wir sehen es gleich wieder. So, ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist die Sprinten-Taste. Und ich hoffe... Nein, warte mal. Ich glaube, wir müssen noch weiter runter, sonst schwingt sie nicht richtig. Lara. Das ist nicht dein Ernst, oder? So kommen wir doch nicht weiter. Okay. Das, sieht nicht so aus, als würden wir da bis da hinten hinkommen. Stopp, Schwinging. Wir gehen mal bis ganz nach unten. Jetzt versuchen wir es nochmal. Okay, das sieht schon besser aus. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Oh mein Gott, das wird... Ich glaube, das wird knifflig. Ich finde es ja schon... Nein, ich finde es ja schon schwer genug, überhaupt auf diese Kiste da zu kommen. Also hier gegen Ende wollen sie es echt nochmal wissen, ne? Da ballern sie da irgendwelche Features raus, von denen man überhaupt nichts weiß. Diese Fanghakenwerfer, den man überhaupt nie gebraucht hat. Und dass man dann irgendwie hier, ne? Ein Penis und so. Hallo? Was soll das denn? Hallo? Wir sehen uns wieder, wenn ich auf der Kiste bin. So, jetzt bin ich auf der Kiste. Wir springen wieder hier dran. Okay. Ich weiß nicht, wie weit wir runter müssen, um da reinzukommen in den Schacht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt da rein müssen. Aber es ist irgendwie das Einzige, was ich gerade irgendwie sehe, was Sinn macht. Ich habe diese komische Physik von den Seilen auch noch nicht so ganz durchdrungen, um ehrlich zu sein. So. Nein. Runter. So.
Dann springe ich gegen die Wand. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Weil ich... Oh Gott, jetzt... Weil dieses Seil nicht das tut, was ich will. Da lobt man sich doch den Enterhaken, den es dann später gibt. Sie hat sich gerade festgehalten. Sie hat sich gerade festgehalten. Habt ihr das gesehen? Wir müssen doch nicht direkt in den Schacht. Wir müssen uns da an der Wand festhalten. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Danke, Spiel. Oh mein Gott. Runter, 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 runter. Und schwingen. Und dann direkt die Aktionstaste gedrückt. Okay. Alles klar, alles klar. Rein da. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nur... Jetzt sind wir doch wieder da, wo wir... Was? Nein! Tschüss. Shit. Och komm, jetzt sagt nicht, dass ich... Kommen die da rein? Kommen die hier rein? Kommen die hier rein? Kommen die hier rein? Bitte sag nicht, dass sie hier reinkommen. Nee, okay, sie kommen nicht rein. Speichern, aber neuer Spielstand. Waffe wechseln. Jetzt müssen wir die beide erschießen, ohne dass sie uns zuerst erschießen. Das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich das denn machen? Hallo? Okay, er kommt hier aber nicht rein. Man kann doch so schlecht zielen mit diesen Dingern. Okay, wir versuchen es einfach mal. Nein, es geht gar nicht. Die Tür ist zu. Okay, gut. Okay. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier muss irgendwo eine Tür sein. Irgendwo muss hier eine Tür aufgegangen sein. Da hinten? Nö, wir kommen ja nur wieder in den Raum. Hä? Oder hätten wir die da drin einsperren müssen? Ich raff's nicht. Muss ich jetzt nochmal durch den Schacht? Spiel, was willst du von mir? Äußere dich doch. Rede mit mir. Was willst du? Ich habe irgendwie Probleme, auf diese Kiste zu springen. Falls ihr das noch nicht bemerkt haben solltet. Tja. Diese zwei Panzerschränke. Das Problem ist doch, wir wissen doch, wie das läuft. Ich schieße auf die. Und da es auch noch zwei sind, habe ich überhaupt nicht die Gelegenheit... einen von denen zu töten, bevor einer von denen mich tötet. So läuft das doch. So ist die Welt doch. Okay. Runter. Schwingen. Nein, noch weiter runter, Lara. So. Vielleicht können wir die ja irgendwie aus dem Schacht heraus, erschießen. Das wäre
Das wäre durchaus nützlich. Nee. Okay, das klappt. Das klappt. Einer ist tot. Fast, 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 fast. Dreh dich nochmal zu mir hin. Komm schon. Komm schon. Problem ist, ich habe echt, also dieses Zielen, ne? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ganz ehrlich. Okay, okay, geschafft, geschafft, geschafft. Oh mein Gott. Haben die irgendwas fallen lassen? Nein. Wir haben sie getötet. Und hier geht's irgendwie nicht mehr rein. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lang die Folge schon ist. Was haben wir jetzt hier eigentlich erreicht? Nichts, oder? Also, ich meine, wofür war jetzt diese Etage hier? Können wir jetzt eigentlich wieder zurück? Verwirrung. Wir haben den Haken-Dings, aber den haben wir ja schon benutzt, um überhaupt hier wieder rauszukommen. Das, also wir haben eine Waffe gefunden, die wir brauchten, um aus dem Level wieder rauszukommen. Wo ist denn da die Logik? Also, was hat uns das hier gebracht jetzt? Okay, ich drücke einfach nochmal den Knopf. Und hoffe, das führt uns jetzt irgendwie weiter. Was? Och nö, nicht schon wieder so ein Typ. Jetzt reicht's aber langsam. Großes Medipack. Würdest du? Okay. Ich will immer auf den Kopf zielen, aber das bringt anscheinend gar nichts. Ja, jetzt war hier wieder so ein Typ. Das heißt, wir haben irgendwas ausgelöst. Aber... ich halte mal Ausschau nach einem weiteren Gitter, wo wir den Hakenwerfer benutzen können. Och, sag mir bitte nicht, ich muss jetzt hier wieder zurück. Das... naja, okay. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt erstmal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja... ich komme mir noch irgendwie durch. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Will ich das wissen? Okay, wir haben genug. Alles klar. Immerhin. Wünscht mir Glück in der nächsten Folge und bis dann.